Die 7% passen im Augenblick überhaupt nicht in die wirtschaftliche Lage. Wir haben in der Metall- und Elektroindustrie eine extrem schwierige wirtschaftliche Zeit. 20% unserer Unternehmen schreiben im Augenblick rote Zahlen. Und wir hören allenthalben, dass die Auftragseingänge zurückgehen. Und im Übrigen haben wir natürlich auch viele politische Themen, die die Firmen sehr stark belasten. Dort dann noch darauf zu setzen, Forderungen über das Thema Entgelt, 7%, sind einfach nicht tragbar. Die IG Metall möchte, dass Demokratie und Ehrenamt über Freistellungstage und vom Arbeitgeber letztendlich bezahlt werden. Das ist aus meiner Sicht eine völlig unverständliche Forderung, weil ehrenamtliche Tätigkeit eine private Angelegenheit ist und dass der Arbeitgeber dann solche Aktionen, die ja gesellschaftlich sehr, sehr zu befürworten sind, bezahlen muss. Das finde ich tatsächlich einen sehr falschen Ansatz und das werden wir der IG Metall in den Verhandlungen auch deutlich machen. Wir wissen alle, dass wir Fachkräfte suchen, aus dem Inland, aus dem Ausland und damit auch natürlich Auszubildende suchen. Deswegen ist die Lage dort schwierig, aber eine solch starke überproportionale Steigerung bei einem Einstieg in die Ausbildung von 1200 Euro, das erscheint uns zu hoch. Wir werden aber konstruktiv darüber reden und Lösungen suchen, weil wir auch wissen, dass wir natürlich auf die Azubis der Zukunft angewiesen sind.